Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Wir haben heute ein besonderes Wohnmobil hier. Das Wohnmobil ist jetzt nicht besonders, aber das, was wir dem einbauen. Ne? Ich meine, das ist, jeder Eigner findet sein Wohnmobil besonders. Das ist auch in dem Fall natürlich so. Ich finde das auch gar nicht so schlecht, für Reisen zu machen. Ich habe auch schon mal überlegt, mir sowas zu kaufen, aber dann scheitert es dann doch an der besseren Hälfte. Die hat dann halt mehr Bock auf sowas hier. Was man noch verstehen muss. Also, dazu wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei meinem neuen Video. So, das gute Stück ist ein Adria, ein Twin, ist ein sehr schönes Fahrzeug. Adria baut sowieso Qualität. Was der bekommt, da gehen wir gleich drauf ein. Ich gehe mal rum, 640 SL. Ja, das ist schon ein tolles Fahrzeug. Ja, das war jetzt kein Scherz, wo ich eben gesagt habe, da habe ich auch schon öfter nachgeguckt, weil ich finde diese Reisefahrzeuge super. Ja, weil ich auch mal, ich sag mal, Teile von Europa bereisen möchte. Da bin ich. Teile von Europa bereisen möchte, wo der mit dem Riese jetzt nicht unbedingt hinkommt oder sehr schwer. Oder wo du, ich sag mal, auf der Anfahrt Probleme hast. Ja? Da kannst du natürlich, hier hast du Platz ohne Ende, ja? Da kannst du fast Tischtennis drin spielen, sage ich immer. Aber da kannst du natürlich nicht überall mit hinfahren. Das ist halt der Nachteil, wenn du so ein Fahrzeug hast, obwohl er natürlich riesengroße Vorteile hat. Aber das ist natürlich die Alternative. Und da bist du natürlich platzmäßig, bist du natürlich beengter wie der. Ja, das ist natürlich klar. Aber ich würde mir auch so ein Fahrzeug kaufen. Ja? Beziehungsweise zumindest für eine Zeit. Also, dann schauen wir mal, was der bekommt. Der kriegt nämlich die volle Hütte. Wir haben auf dem Dach 480 Watt Solar. Wir haben ja hier den großen Vorteil, dass wir 4 Blackkontaktzellen untergebracht bekommen. Ja, hier unsere Sunpower-Platte mit 120 Watt. Das sind 480 Watt für einen Kastenwagen. Die haben wir exzellent auf das Dach gekriegt. So, und ich sehe den Fluorin, glaube ich, in dem Fahrzeug. Und da gehen wir jetzt gleich mal gucken. Ich sehe schon, hier ist einiges ausgebaut. Ja, hier liegt Tisch und Verkleidung, da ist der Beifahrersitz ausgebaut, Verkleidungen, die alte Batterie, ne, das ist eine AGM-Batterie, die ist da ausgebaut worden. Ja, das sieht wieder aus wie unsere Baustelle. So, der hat einen Wechselrichter, beziehungsweise der bekommt einen Wechselrichter mit Netzvoranschaltung. Der kriegt natürlich einen großen Solarregler, in dem Falle in Victron 30 Ampere und der hat auch von Haus aus schon, sieht man hier, einen Ladebooster drin und bekommt auch eine Lithium-Batterie mit 200 Amperestunden. Der Florin ist noch beschäftigt, hat alles auseinandergebaut. Hallo Florin. Hallo. Hi. Da oben hängt das Fernsehen. Also wie gesagt, der Kunde geht auf große Tour. 200 Amperestunden, Wechselrichter, große Solaranlage. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Ja, hier auch die Leitungen, wie man sieht hier, da wird natürlich noch alles ordentlich verlegt, aber so sollte die Dimension aussehen. Ne, das ist natürlich kein Spielzeug mehr bei fast 500 Watt Solartechnik. So, und die, da bin ich, und die gucken wir uns jetzt auf dem Dach an. Da fahren wir mal auf mein Hochsitz da, ja, auf der anderen Seite. Bis gleich. Ja, ich zeige euch noch mal den Bus von außen. Oh, Walli! Guten Tag. Hallo Walli, mit Stirnlampe, das ist der Hammer. So eine will ich auch. Dankeschön, Dankeschön. Das macht ihr auch noch glatt. Der Walli ist Walli. Also, ich wollte euch hier nochmal zeigen. Das 640er Modell, also lange Version. Riesengroße Reifen drauf. Ja, und wie gesagt, ich finde das Auto schick. So, jetzt, wo ist er? Da ist er. Da ist mein Hochstand. Wir klettern mal hoch. Beziehungsweise fahren mal hoch. So, jetzt geht das los. Wow. Wow, 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 wow. Das ist ja der Wahnsinn. Ja? Selten bekommen wir auf den Kastenwagendach mit dem Riffeldach oder mit dem Sickendach 4 Platten drauf. Das haben wir im Sommer, haben wir das schon mal gezeigt. Das war ein Kunde aus Lübeck. Der hat auch 4 Stück bekommen. Oder aus Kiel, ne, Lübeck war es. Genau, das sind echte 480 Watt Blackkontaktzelle. Ja, ist schon super. Ne? Ich meine, guck mal, wie schön schwarz die sind. Ne? Sind die nicht schön schwarz? Ja, darum auch Blackkontaktzelle. Ja,
Ich kann mich da gar nicht dran satt sehen. Ne? Guck mal, ich schwenk noch mal hier rüber. Jetzt guck dir das an. Ja? Das sind 10 Platten. Ne? Das ist einfach der Hammer. Ja, wenn du damit draußen in der Sonne stehst, ja, ey, da geht die Post ab. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Und für einen Kastenwagen ist das natürlich eine echte Nummer. Guck dir das an. Gut, jetzt kriegt er keine Sat-Antenne. Der streamt. Glaube ich, Netflix-Filme oder so, habe ich gehört. Das war ihm jetzt nicht so wichtig mit der Sat-Anlage. Ja, aber das ist schon wirklich klasse. Wie gesagt, das kann man gar nicht oft genug zählen. Ja, das war es auch schon wieder. Da bin ich. Ne? Also ich find das Bild immer ganz toll. Wenn ich mich hier so umgucke, da ist Solar, hier ist sowieso Solar. Ja, ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war es auch schon wieder. Lasst ein Abo da, damit ihr hier nichts verpasst. Wie immer, alles Gute für euch. Bleibt gesund. Euer Guido von GNS TV.